Neujahresempfang. Zum traditionellen Neujahresempfang der Stadt Plauen lud Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer am 7. Januar in die Vossler GmbH ein. In seiner Rede blickte Ralf Oberdorfer auf das bevorstehende Jahr 2013 voraus. So gäbe es viele Großprojekte wie die Neugestaltung der Rathausfassade, der Überdachung des Parktheaters oder dem Campus auf dem Amtsberg. Es ist im Stadion Museum, dass der Architektenwettbewerb lief. Ich durfte dabei sein im Dezember, Anfang Dezember, als zwischen verschiedenen Entwürfen in Zwickau in einem Wettbewerbsverfahren der beste Entwurf oder die besten Entwürfe gekürt wurden. Es wird ein Entwurf sein, der also auf der Krone dieses Areals eine Bebauung vorsieht. Seit September des vergangenen Jahres firmiert in Plauen die Vossler GmbH, ehemals Philips. Geschäftsführer Gerhard Liebscher blickt in seiner Rede auf den schwierigen Weg zur Selbstständigkeit zurück und kündigte für 2013 hohe Investitionen an. Umrahmt wurde das Programm von Künstlern des Theaters Plauen-Zwickau.